Hallo ihr Lieben, heute habe ich eine Verpackung für euch, an der ich lange getüftelt habe. Das ist mein erster Prototyp. Ich habe insgesamt drei. Ich möchte sie euch aber alle zeigen, um euch einfach zu erklären, was ich verändert habe. Also bei meinem ersten Prototyp habe ich hier einen Kreis und auf der Rückseite und den musste ich abschneiden. Das Ganze funktioniert so, dass ihr hier den Deckel zur Seite drehen könnt. Platz hat darin eine quadratische Schokolade. Das war der erste. Dann habe ich einen gemacht mit Spruch und Verzierung und so weiter. Da gefiel mir aber nicht, dass hier die Blüte übersteht. Also habe ich den Kreis von hier unten etwas höher gesetzt. Er stand aber immer noch über. Und auch hier habt ihr, ne, so, dass ihr das aufschieben könnt. Das waren die ersten beiden Prototypen und das gefiel mir immer noch nicht. Also habe ich noch einen dritten gemacht und der schaut so aus. Das ist das finale Ergebnis. Hier habe ich den kleinen Kreis, den wir gleich stanzen, damit dieser ganze Mechanismus funktioniert, nochmal versetzt und jetzt steht hier auch nichts mehr über. Verwendet habe ich hier ein älteres Set, weil das einfach so gut passte mit diesem runden Körper, und zwar Flotter Käfer. Dazu gibt es die passende Handstanze Marienkäfer. Und den Spruch habe ich aus dem Stempelset Fein und Lieblich. Und dann habe ich wie immer dazu genommen, oder fast wie immer, ich benutze sie ja nicht in jedem Video, aber viel, die Stanzform Basic mit Pep. Und das ist hier der zweite Kreis. Der hat einen Durchmesser von 3 cm. Und wie schon erwähnt, dann braucht ihr noch eine kleine Handstanze. Die hat einen halben Inch. Bei Stampin' Up! Gibt es die leider nicht mehr. Schaut einfach mal in einen gut sortierten Bastelladen. Da findet ihr die bestimmt. Also ein halber Inch sind ungefähr 1,3 cm. Und das Stempelset und die Handstanze findet ihr im Jahreskatalog. Das Stempelset Flotter Käfer findet ihr auf Seite 58. Die passende Handstanze. Na, kommst du wohl. Auf Seite 149 und das Stempelset. Ah, ich habe die Basic mit Pep, ne? Sind auch im Jahreskatalog. Auf Seite 162 und Fein und Lieblich. Das Stempelset findet ihr im neuen Katalog auf Seite 41, beziehungsweise hier ist das Produktpaket. Wenn ihr nur das Stempelset haben möchtet, dann ist das auf Seite 42 hier. Da habt ihr die Artikelnummer nur fürs Stempelset, obwohl es bei dem Set wirklich Sinn macht, die Stanzform dazu zu nehmen. Nach wie vor könnt ihr alle Produkte bei mir bestellen. Wir legen los. Ich habe noch das Designerpapier vergessen. Das ist aus der Celebration goldige Muster. Also ihr braucht 4 von den Kreisen mit einem Durchmesser von 3 cm. Maße wie immer auf meiner Homepage, die blende ich hier unten ein und der Link ist in der Infobox. An Farbkarton brauchen wir ein Stück in 21,8 x 15,6. Das Designerpapier für dieses Stück, da habt ihr 2 Stück in 9,5 x 11,5. Und 2 Stück in 9,5 x 1,3. Dann braucht ihr ein weiteres Stück Farbkarton. Das ist das Element, was wir drehen. Das ist 12,2 x 11,9. Und dafür das Designerpapier ist 11,7 x 4,8. 2 Stücke. Und ein Stück in 11,7 x 1,4. Und dann habe ich hier noch einen schmalen Streifen. Der ist 1,7. Farbkarton mal 11,7, den brauchen wir, um von innen hier an dieser Stelle das Band zu verstecken. Na, manchmal hakt das so ein bisschen. An sich hat die Verpackung eine Größe von 12,5
mal 10 und in der Breite 1,8. Also ich habe sie so konzipiert, wenn ihr noch eine kleine Karte oder sowas dazu basteln möchtet, passt das auf jeden Fall da rein. Wir fangen mit dem großen Stück an. Das müssen wir falzen. Das ist jetzt schwarz. Mein Muster war ein Glutrot. Und heute nehmen wir ausnahmsweise mal schwarz. Da bastel ich ja nicht so häufig mit. Und das lange Stück falzen wir als erstes an der langen Seite von beiden Seiten bei 10 cm. Also einmal drehen und nochmal bei 10 cm. Und an der kurzen Seite bei 1,8. Auch von beiden Seiten. Und das machen wir jetzt auch erst zu Ende. Und dann kümmern wir uns gleich um das Element, was sich dreht. Ich habe mit dieser Technik schon mal eine Karte gemacht. Der ein oder andere hat sie vielleicht gesehen. Wenn ich dran denke, verlinke ich die hier oben. So, Schere. Wir haben hier zwei kleine Quadrate. Oh, man sieht es doch sehr gut auf Schwarz. Einmal hier oben und einmal hier unten. Und die schneiden wir ein bis zur kommenden Falz und schrägen die an. Wenn ihr die Verpackung nachbastelt, ist es am besten, wenn ihr diese Schokolade verpacken möchtet, dass ihr die schon zu Hause habt. Das macht es etwas leichter, das dann festzudrücken. So, darauf kommt Designerpapier. Und zwar habe ich hier zwei große Stücke und zwei schmale Streifen. Die kommen jetzt jeweils an eine Seite. Das bildet dann auch später unsere Front. Ich kann euch jetzt natürlich nicht sagen, ob es so eine Verpackung schon gibt. Also ich habe sie so noch nicht gesehen. So, und die schmalen Streifen, ob ihr die jetzt hier hinklebt oder an der Seite, das ist letzten Endes egal. Wichtig ist nur, dass sie an einer Seite sind und nicht ein hier und ein da, weil dann kleben wir uns einen zu. So, andere Seite noch. So, und jetzt drehen wir das Ganze um. Ich mache es mal so. Und wir haben ja hier jetzt das Designerpapier. Und diese kleine Lasche, die kleben wir jetzt auf die Seite, wo kein Designerpapier ist. Das heißt, wir müssen von innen Kleber drauf machen. Und legen uns die Lasche hier, in der Luft geht es besser, auf die Seite, wo wir kein Designerpapier haben. Wenn hier jetzt ein bisschen Kleber rausquetscht, ist das nicht ganz so schlimm. Wir kleben die Seite gleich oben drauf. Wichtig ist an dieser Stelle, dass ihr das an beiden Seiten gleich macht. Also die Klebelasche auf die Seite, wo kein Designerpapier ist. Na, bleibst du wohl da unten? Ich muss es anders festhalten. So. Gut andrücken.
Und jetzt können wir uns hier auf die Innenseite erstmal an einer Seite Kleber drauf machen. Umklappen. Und schön gerade aufeinander. Gib dem Kleber dann einen Moment Zeit. Ich gehe jetzt einmal mit dem Falzbein rein und drücke unten fest. Da kommen wir jetzt mit den Fingern nicht mehr dran. Und dann können wir das hier, das Designerpapier, umklappen. Na, kommt kein Kleber mehr raus. Und umklappen und auch hier wieder schön gerade aufeinander. Und dann haben wir den Teil, wo die Schokolade reinkommt, schon mal fertig. Der kann dann somit erst an die Seite. Nicht zu weit weg, nicht, dass ich ihn gleich suche. Dann nehmen wir uns das nächste Stück. Und das ist das Element, wo wir gleich stanzen müssen. Aber erst einmal falzen wir. Und zwar an der kurzen Seite. Jetzt muss ich einmal schauen. Ja, das ist die kurze Seite. Von beiden Seiten bei 5 cm. Einmal. Und zweimal. Mehr brauchen wir hier nicht falzen an dem Stück. Da kommt auch schon das Designerpapier drauf. Das müssen wir jetzt vorher aufkleben, weil hier gleich die Kreise dran kommen. Na, warum quietscht es denn so? So, der schmale Streifen noch. Vielleicht hat von euch der eine oder andere auch noch die Kreisstanze zu Hause von Stampin' Up. So, und jetzt nehmen wir uns die Stanze. Ich habe das bei dieser Stanze jetzt so gemacht, dass ich den Farbkarton bis zum Anschlag in die Stanze reinschiebe und hier an der Seite bündig bin mit dem Farbkarton. Ich messe euch das gleich aus, falls ihr eine andere Stanze habt. Einmal. Dann drehe ich das Ganze um und schiebe den Farbkarton wirklich wieder bis ganz nach unten. Und jetzt achte ich drauf, dass ich an dieser Seite bündig bin. Ups, ein Kreis davon brauchen wir. Der zweite hat sich auch schon verflüchtigt. So, ich messe euch das mal eben aus. Also, ich habe die Kreise hier jetzt vom Farbkartonrand aus in etwa, also zu der schmalen Kante hin 1 cm und hier sind es ungefähr 0,8. Aber wenn ihr da an beiden Seiten 1 cm nehmt, also von der Seite 1 cm und von hier 1 cm, dann funktioniert das auch. So, 4 Kreise brauchen wir insgesamt. 2 müssen wir uns jetzt noch ein bisschen modifizieren. Wo hat er sich versteckt? Och Mensch, das gibt's doch gar nicht. Jetzt habe ich so einen schönen Bleistift und jetzt hat er sich auch noch versteckt. Okay, ist nicht schlimm. Ich nehme einfach hier unseren... Ach nee, das ist schwarz. Dann sehe ich das ja gar nicht.
Mann. Okay, dann nehmen wir den. Also, Bleistift. Den kleineren Punkt legen wir jetzt mittig auf den größeren und zeichnen einmal drumherum. Das muss nicht schön sein, Hauptsache, ihr wisst gleich, wo ungefähr die Mitte ist, beziehungsweise ihr müsst den Kreis hier ganz aufzeichnen. So, ich hoffe, man sieht das jetzt gleich auf dem schwarzen. Also ich kann es sehen. Da. Einmal. Und zweimal. So, jetzt nehmen wir uns die Schere und schneiden das ein. Und zwar so, dass die Spitze von der Schere so ein bisschen in den Kreis reingeht. So 1-2 Millimeter. Das machen wir mit zwei Schnitten und dann haben wir hier so einen kleinen Nupsi. An der anderen Seite machen wir das genauso. Also 1-2 mm in den Kreis reinschneiden. Und dann haben wir hier so zwei Flügelchen. Das machen wir bei dem zweiten auch. Einmal und zweimal und möglichst parallel. So, und jetzt kleben wir das Ganze. Die beiden Kreise stecken wir jetzt von der Innenseite einmal mit den beiden Laschen dadurch, also die unsere Mini-Laschen hier, und zweimal. Jetzt drehe ich mir das Ganze einmal um. Und drehe mir das so, einmal so, ich zeige es euch sofort, so, dass wir hier diese Öffnung, dass die so in diese Richtung sind. Dann drehen wir das Ganze um, nehmen uns ein wenig Flüssigkleber und Achtung, ihr dürft jetzt nur auf diese beiden kleinen Flügelchen Kleber auftragen. Einmal und zweimal. Und dann nehmt ihr euch einen weiteren Kreis und setzt den genau darüber her. Kurz andrücken. Andere Seite genauso. Nur auf diese kleinen Flügelchen ein bisschen Kleber. Und genau parallel drüber hersetzen. Das lassen wir jetzt einen Moment trocknen. Achtet darauf, dass ihr nicht zu viel Kleber genommen habt. Innen geht es weiter. Ich habe bei meinem letzten Muster das Band nachträglich reingefriemelt. Das ist aber echt eine Friemelei. Ich nehme jetzt dazu das Karoband in Schwarz und Weiß. Wir haben ja aktuell zwei im Sortiment. Eins in Schwarz und Weiß und das andere ist etwas breiter mit Vanille pur. Ich nehme hier jetzt aber das Schwarz-Weiße. Ich finde, das passt einfach besser. So, wir gehen jetzt an die Seite, wo wir nicht die Kreise haben. Machen da ein wenig doppelseitiges Klebeband hin. Und dann nehmen wir uns ein kleines Stückchen Band. Legen das zur Hälfte. Und je nachdem, wie viel ihr da jetzt raus
gucken lassen wollt, legt ihr euch das hin. Ich habe jetzt zur Sicherung nochmal ein Stück doppelseitiges Klebeband drüber hergemacht und dann gleich noch den Farbkarton, weil wir ja an diesem Bändchen ziehen. So, und jetzt kommt der hier drüber her. Den habe ich jetzt 1 Millimeter schmaler gemacht, wie hier unsere Lücke ist. Oh, und zu kurz abgeschnitten. Okay. Ja, das sieht man nicht. Ist ja schwarz auf schwarz. Ich habe ihn zu kurz abgeschnitten. Also 11,7 ist falsch. Ich habe ihn richtig abgeschnitten, aber falsch notiert. Der muss natürlich 12,2 sein, weil die ganze Lasche 12,2 ist. Aber ihr findet die Maße auch auf meiner Homepage. So, jetzt kann dieses ganze Konstrukt, wir können einmal ausprobieren, ob es sich drehen lässt. Da die Seite ist gut. Die auch. Jetzt nehmen wir uns den Boden wieder und das ist die Stelle, wo ich sage, am besten ist es, wenn ihr die schon zu Hause habt. Ja, noch ist die Front egal. Also ihr seht das, ne? Die hat so ein bisschen Spiel und auch nach hinten hin, wenn ihr dann noch eine Karte mit reinmachen möchtet. So, und jetzt tragen wir uns Kleber auf und zwar nur auf diesem Bereich hier. Nur auf dem Stück, was von dem Kreis noch zu sehen ist. Bei den Basics mit Pep achtet drauf, die haben ja Löcher an den Seiten, dass euch der Kleber da nicht rausquillt. So, jetzt stellen wir uns das Ganze auf. Ihr könnt jetzt überlegen, ob ihr das Band nach rechts oder nach links hin haben möchtet. Und jetzt legen wir das hier gerade auf die Verpackung, so dass das oben schön bündig anliegt. Und dann klappen wir es runter und drücken es fest. Und das lassen wir im Moment trocknen, bevor wir es jetzt öffnen. Und in der Zeit machen wir uns den Marienkäfer. Ich habe hier Glutrot. Da stempel ich mir jetzt in Schwarz die Punkte auf. Irgendwie muss ich, glaube ich, den Stempel sauber machen. Wenn euer Stempelkissen ein bisschen schwach ist auf der Brust, so wie meins, könnt ihr euch noch einen schwarzen Stift nehmen. Ich habe jetzt hier den Stampin' Write Marker und die Kreise so ein bisschen nachfahren. Da könnt ihr auch einen schwarzen Filzstift nehmen oder was auch immer ihr da habt. So, die stanzen wir uns jetzt als erstes aus. Ich sehe schon, da muss ich hier noch was abschneiden, sonst komme ich nicht in die Stanze. Oh nein, das muss ja so rum. Okay. Nein, 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 wir schneiden das hier ab. Ja, das liegt daran, weil ich beim Vorbereiten erst gestanzt habe und dann gestempelt. So, also das muss so rum da rein. Das heißt, ich nehme mir jetzt ein Post-it und verlängere mir hier mein Stück Farbkarton, damit ich in die Stanze reinkomme. Ich hätte es nicht abschneiden sollen. So, somit haben wir einmal die Flügel. Dann stanze ich mir die Flügel noch einmal aus Pergament aus.
Und dann brauchen wir noch einmal den Körper. Passt der auch in dem Weg? Der passt auch in dem Weg. Sehr gut. So haben wir nicht allzu viel Verschnitt. Und dann fügen wir das Ganze zusammen. Die beiden Flügel, muss ich jetzt einmal gucken. Oh, der rote ist noch nicht ganz trocken, also Vorsicht. Da gehe ich einmal von oben oder auch zweimal mit dem Falzbein drüber her. Genau das gleiche mache ich bei dem Pergament auch. Ein bisschen Kleber drauf. Das in Pergament klebe ich zuerst. Alternativ zu dem Marienkäfer könntet ihr auch das neue Bienenset nehmen. Oder vielleicht einfach schauen, ob ihr eine schöne Blüte habt. Die dann auf den Kreis gut drauf passt. Auf der Rückseite sieht man den Kreis natürlich, außer ihr klebt da auch noch was drauf. So, wichtig ist, erstmal öffnen wir das Ganze jetzt. Das ist manchmal noch ein bisschen starr am Anfang, aber umso öfter ihr die Box auf und zu macht, umso leichter lässt sie sich auf und zu machen. So, ich habe jetzt hier meine Front. Wichtig ist, wenn ihr hier was draufklebt, nur auf den Kreis. Nicht in dem anderen Bereich, weil dann klebt ihr euch das fest. Das geht ja so auf. Das heißt, das Element hier muss beweglich bleiben. Also bitte nur auf den Kreis. Und ich fand der Schmetterling, genau, der Marienkäfer passte hier so gut drauf, weil der diesen runden Poschi hat. So. Einmal trocknen lassen. Und jetzt fehlt uns hier unten noch ein Spruch. Da habe ich jetzt genommen Edle Kleinigkeit. Hatte ich ja vorhin schon gesagt, aus dem Set Fein und Lieblich. Den stempel ich jetzt allerdings in Glutrot. Für den Spruch, da habe ich jetzt kein Maß, beziehungsweise eigentlich nur die Länge. Also ich kürze mir den gleich auf 11,7, so dass der bündig abschließt mit dem Designerpapier. Aber erstmal müssen wir ihn stempeln. Und wie gesagt, möglichst gerade. Das sieht gut aus. So, dann brauche ich noch einmal meinen Papierschneider. Die Breite ist ungefähr 1,3, 1,4. Aber da kommt es ja auch drauf an, welchen Spruch ihr dann nehmt. So, und da ich den jetzt hier mittig habe, nehme ich mir jetzt einfach die Verpackung, lege den hier drauf, schön mittig, mache mir hier eine Markierung und da eine Markierung und dann schneide ich das einfach ab. Ihr könnt euch natürlich auch vorher schon einen Streifen zuschneiden in 11,7, wenn ihr das so machen möchtet. Ihr könnt das natürlich auch ganz anders verzieren. Hier muss ich noch einmal drüber her. Da ist noch eine unschöne Kante. Und den Spruch klebe ich jetzt flach auf. Könnt ihr natürlich auch mit Dimensionals, so wie euch das gefällt. Und dann habe ich noch dazu genommen festliche Perlenakzente. Da haben wir die Farben Chili, Seladon, Silber und Gold. Ich habe jetzt zwar Glutrot genommen, aber ich finde, dass die Perlen hier
in Chili oder ihr könnt natürlich auch die goldenen nehmen. Ich glaube, wir nehmen hier mal die goldenen. Es ist doch echt gediegen. Da ist er. Ha. Wir nehmen hier mal die goldenen. Da habe ich jeweils drei Stück rechts und links genommen. Also wie gesagt, wenn ihr die Verpackung fertig habt, beim ersten Öffnen etwas vorsichtiger. Und wie gesagt, wenn die ein paar Mal auf und zu gemacht worden ist, dann hakt das auch nicht mehr ganz so stark und es funktioniert so, wie es soll. Ich bin gespannt, was ihr zu der Verpackung sagt. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß beim Nachbasteln und falls ihr Fragen habt oder die Produkte von Stampin' Up! Bestellen möchtet, könnt ihr euch gerne bei mir melden. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!